Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Funcast und Sozialmarketing.de. Ich freue mich sehr, mit einer Serie zum Großspenden-Fundraising zu starten und unsere erste Gästin, darf ich fast sagen, ja? Katrin Hartkopf vom Plan Stiftungszentrum. Katrin, ihr habt 200 Stiftungen unter dem Dach der Plan, des Plan Stiftungszentrums mit 30 Millionen Euro Kapital. Ist das nicht auch schon Großspenden-Fundraising? Wie siehst du das? Ja, absolut. Das ist wirklich Großspenden-Fundraising. Obwohl ich auch sagen muss, wir haben in den ersten Jahren Stifter gar nicht so unbedingt als Großspender gesehen. Okay. Großspender in unserer Definition waren Menschen, die uns wirklich viele Spenden gegeben haben, also nicht unbedingt Stiftungskapital. Aber es ist völlig richtig, das ist einerseits jetzt diese große Stifterfamilie, die übrigens auch sehr aktiv sind im Spendenbereich, sehr spannend. Und seit einigen Monaten, ja in den letzten 2 Jahren, stellen wir fest, wir kriegen mehr und mehr wirklich auch Großspenden. Und an der Stelle, wenn ich sage Großspenden, sind das Spendenbeiträge von mehr als 100.000 Euro über einen gewissen Zeitrahmen. Und das ist toll. Und die in erster Linie von den Stifterinnen und Stiftern kommen oder also aus der Stifterfamilie, wie du sie schön nennst, oder ganz allgemein? Ganz allgemein. Mhm. Also klar, ein Teil aus der eigenen Stifterfamilie, ein Teil von externen Stiftungen, aber viel mehr eigentlich von Menschen, die jetzt im Moment gar keine Stiftung gründen oder gründen wollen, vielleicht irgendwann mal in Zukunft, sondern die jetzt Mittel zur Verfügung haben wollen und jetzt Wirkung zeigen wollen, die von unseren Projekten begeistert sind, die auf Stifter getroffen haben, gesinnt oder auf Groß-Events von uns waren für Großspender und Stifter. Und die einfach begeistert sind von unserer Arbeit. Okay, wenn du jetzt sagst, okay, Großspenden-Fundraising auch, oder das hast du noch nicht gesagt, aber ich weiß es schon und durch Vorgespräche, aber Großspenden-Fundraising jetzt auch nochmal neu angehen, beziehungsweise neue Herausforderungen. Was sind da aktuelle Herausforderungen für euch beim Plan Stiftungszentrum im Großspenden-Fundraising? Ja, wir haben schon hohe Ansprüche, mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben. Da diese Familie der Großspender jetzt auch wächst, zusätzlich zu unserer Stifterfamilie, ist natürlich die tägliche Herausforderung, wie schaffen wir das? Mhm. Also wie pflegen wir diese Menschen so, wie wir es eigentlich gerne wollen? Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach, weil das Tagesgeschäft schlägt ja immer wieder zu und das ist natürlich schwierig. Und wir tun ja viele Dinge. Ich komme gerade von einer Projektreise wieder, fantastisch, nach Uganda. Wir hatten Stifter, Supporter und vielleicht zukünftige Stifter und Großspender mit dabei. Mhm. Und das muss vorbereitet werden, nachgepflegt werden. Und gleichzeitig möchtest du eigentlich schon 10 Telefonate mit weiteren Stiftern machen oder mit Großspendern. Und das ist immer die Frage, was mache ich zuerst? Und auch die Frage vielleicht, worauf konzentriert ihr euch? Also ja. Zustiftungen, Großspenden, Treuhandstiftung, da gibt es ja einen ganzen Blumenstrauß auch von Instrumenten oder Dingen, die wir im Großspenden-Fundraising nutzen können. Mhm. Wie siehst du das? Im Moment konzentrieren wir uns auf die Großspenden, weil wir haben sehr hohe Projektcommitments draußen. Wir haben auch den Auftrag, Plan wächst im Moment sehr im Bereich öffentliche Mittel, auch da uns an den Matching-Commitments zu beteiligen. Insofern legen wir da gerade großen Schwerpunkt. Aber ehrlich gesagt frage ich die Menschen immer, was sie tun wollen. Und das finde ich ist zentral, dass man Menschen nicht zu einer Stiftung überredet oder zu einer Großspende, wenn sie eigentlich was ganz anderes machen wollen. Mhm. Und das sind Prozesse. Mhm. Und da braucht man wirklich einen langen Atem. Das ist eigentlich auch das, was ich allen Kollegen, die sich in dem Bereich tummeln, mitteilen möchte. Also es geht nicht von heute auf morgen. Das sind wirklich jahrelange Prozesse. Jahrelange Diskussionen, viel Transparenz, viel Beweis auch der Wirkung des eigenen Tuns, also der Projekte. Manchmal bin ich 2-mal mit Leuten auf einer Projektreise unterwegs und dann sagen sie, jetzt habe ich es gefunden, jetzt weiß ich, was ich tun will. Also bleibt da dran. Das wollte ich nur als Tipp so mit auf den Weg geben. Sehr gut, ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht auch gekoppelt damit, was du eben so schön gesagt hast, den Spender, die Spenderin oder Stifterin in den Mittelpunkt und sie fragen, wie können wir dir helfen, wie können wir ihnen helfen, was wollen sie machen? Ja, bevor es uns jetzt gleich mit dem Wind hier weghaut, mit dem herbstlichen Wind hier in Kassel. Nee, das ist richtig. Mhm. Und was mich besonders freut, dass auch Vermögensberater, Family Office Manager, Stiftungsmanager auf uns zukommen, weil die wissen, dass wir so arbeiten. Mhm. Auch insbesondere im Bereich der Banken. Es geht nicht mehr nur darum, den Menschen das Kapital sozusagen zu verwalten oder das Kapital zu binden. Es geht wirklich darum, Engagement zu fördern. Mhm. Und das ist uns ein ganz zentrales Anliegen, das zu tun und das Richtige für den jeweiligen Menschen zu finden, sodass er sagt, das macht mir Spaß und da bringe ich mich voll ein. Nur dann ist man auch erfolgreich. Das muss immer
sozusagen im Triumvirat passieren. Tolles Projekt, gute Organisation und einfach tolle Unterstützer. Super. Das nehmen wir jetzt als Schlusssatzwort. Liebe Katrin, vielen herzlichen Dank und alles Gute für eure Arbeit. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.